In Oberwiesenthal wurde jetzt Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal verbinden sich Wintersportregionen aus unterschiedlichen Bundesländern, die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt liegen. Durch die länderübergreifende Kooperation vom Schwarzwald und dem Erzgebirge sollen die Interessen der Mittelgebirge im Bereich Wintersport gestärkt werden und ein engerer Erfahrungsaustausch stattfinden. Für Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises und Vorsitzender des Tourismusverbandes Erzgebirge, hat der neue Partner Vorbildcharakter. Ja, Schwarzwald setzt natürlich eine Marke in Deutschland. Das ist die Mittelgebirgsregion touristisch gesehen Nummer 1. Für mich immer so eine Zielstellung, dass wir den Abstand zum Schwarzwald immer weiter verringern. Schwarzwald liegt auf Platz 1 im Rahmen der deutschen Mittelgebirge, wir auf Platz 3. Dazwischen ist der Bayerische Wald noch. Insofern haben wir noch ein Stück was zu tun. Die Kooperation kann helfen. Was erwarten Sie von dieser Kooperation? Ja, das ist einfach ein neues Angebot, das wir unseren Wintersportfans hier eigentlich auch bieten können. Man muss ja immer auf der Suche nach neuen Angeboten sein. Und wir wollen natürlich über diese Kooperation auch unsere Zusammenarbeit ein Stück koordinieren und ein bisschen festigen, weil ich denke, dass beide Regionen, die ja einen gleichen oder einen ähnlichen Zuschnitt haben, voneinander auch profitieren können aus so einem Prozess heraus und wir uns damit auch gegenseitig befruchten und stärken. Auch Saisonkarteninhaber haben etwas von dieser einzigartigen Zusammenarbeit. So könne das jeweilige andere Skigebiet bis zu einer Woche lang kostenlos getestet und dort alle Hänge und Pisten befahren werden. Für Saisonkarteninhaber aus dem Erzgebirge bedeutet das knapp 100 Pistenkilometer im Schwarzwald ohne Zuzahlung. Wintersport scheint untrennbar mit den Alpen verbunden, doch die Wurzeln des Ski Alpin liegen im Mittelgebirge. Wie Feldbergs Bürgermeister Stefan Wirpser, der auch Vorsitzender des Liftverbundes Feldberg ist, mitteilte, begann im Schwarzwald bereits 1891 das Skilaufen in Mitteleuropa. Jahre bevor die Menschen den Wintersport in den Alpen als Tourismusfaktor erkannten. Bis in die Gegenwart kann man mithalten. Man muss nicht in die Alpen fahren. Wir können da durchaus mithalten mit jedem mittleren Alpenskigebiet. Wir haben genauso viel Schnee, genauso lange, haben Weltcup-Pisten, waren dreimal Weltcup-Standard Alpin. Und für Familien und für Leute, die die kurzen Wege suchen, ideal und auch ein bisschen preiswert. Der Schwarzwald mit der Feldbergregion und das Erzgebirge mit Oberwiesenthal haben sich insbesondere in den letzten Jahren als Wintersportzentren äußerst positiv entwickelt und vernetzen sich nun, um ihre Kompetenzen in diesem Bereich gemeinsam auszubauen.